Danke vielmals, Magdalena. Hey, ist noch mega erstaunlich, gell, wenn wir mal nicht singen dürfen. Dann kommen uns ganz neue Ideen, was wir machen könnten. Dürfen Platz nehmen. Und ich habe jetzt gerade auch von der Magdalena etwas gelernt. So die Gebetsform. Zuerst bringst du deine Herausforderungen. Aber bevor du gerade reingehst, kommst du in der Zeit vom Dank. Und nachher nimmst du so vielleicht, dass du dich am meisten beschäftigst und du es einfach mit Gott zusammen bewegen. Mega stark, oder? Und ich habe ein Thema auf meinem Herz und mit dem bin ich richtig schwanger geworden. Ich meine, ich bin selber noch nie durch eine Schwangerschaft durchgegangen, physisch, aber ich konnte es bei einer Frau fünfmal beobachten, darum sage ich gleich immer, ich bin ein Schwangerschaftsspezialist. Und ich bin im September bin ich in einem Leitungsteam gewesen, ICF Luzern, oder vielleicht war es auch Oktober gewesen, und ich habe gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt etwas. Ich spüre, etwas ist da, aber ich weiss noch nicht genau, wo es durchgeht. Aber ich bin so in einem Schwangerschaftsprozess. Und dann haben wir im Anfang November, glaube ich, ein Meeting mit den Leitern vom ICF Zug. Und wir haben so darüber diskutiert, wie gehen wir um mit all den Herausforderungen, die wir haben. Wir haben zum Beispiel im ICF Zug eine Location, mega schön, wir können sie noch nicht brauchen, weil wir die Bewilligung noch nicht haben. Das ist ein zäher Prozess. Und dann auch Corona-bedingt natürlich ein paar Herausforderungen und so ein bisschen die Challenge. Und in dem Diskutieren sind mir plötzlich drei Worte in den Sinn gekommen. Und die drei Worte sind jetzt erst recht. Und das war für mich so weit Ende von einem Schwangerschaftsprozess zu merken, jetzt ist etwas geboren, wo wir dann auch beschlossen haben, dass das Jahresmotto sein soll für das 2021 und auch der Titel der jetzigen Serie «Jetzt erst recht». Interessanterweise habe ich gesehen, dass ICF Zürich heute eine Celebration macht zum gleichen Thema. Das habe ich aber nicht gewusst, das haben sie wie immer eigentlich bei uns abgeschaut wahrscheinlich. Das Zollhaus, die grosse Gemeinde, die wir dann haben in Luzern, hat das Thema Weihnachten jetzt erst recht. Das habe ich auch nicht gewusst. Also wahrscheinlich bin ich da in einem Prozess, wo viele Pastoren, die parallel drin sind, jetzt erst recht. Was meine ich damit? Kannst du mir noch geschwind mein Pültli bringen, Magdalena? Genau, ich bringe noch geschwind mein Pültli. Ich möchte noch kurz etwas zeigen. Wir sind in einer Zeit drin, wo ich glaube, wir mehr denn je als Nachfolger von Jesus herausgefordert sind. Für Jesus wirklich ernst stehen, für Jesus zu leuchten. Wenn du eine Taschenlampe hast und die Taschenlampe am Tag brauchst, dann macht es wenig Sinn. Aber eine Taschenlampe leuchtet heller, wie dunkler es ist drumherum. Oder? Ich habe hier eine mitgenommen. Jetzt haben wir hier relativ hell und wenn ich die jetzt anlösche oder anzünde, dann merkst du nicht besonders voll dafür. Aber wenn ich es dunkel mache, dann merkst du, hey, die leuchtet. Und das ist so für mich ein Gedanke, die Welt wird irgendwie dunkler, es gibt viel Verzweiflung, es gibt viel Hoffnungslosigkeit. Ah, jetzt könnt ihr es noch zeigen, he? Also, jetzt siehst du den Effekt, oder? Jetzt sieht man die Taschenlampe und wenn jetzt der Markus Licht wieder rauffährt, ich meine, dann ist der Effekt nicht wirklich da, oder? Ich habe jetzt auch noch nie jemanden gesehen, am helllichten Tag irgendein Geldstück suchen mit einer Taschenlampe. Das sieht echt ein bisschen komisch aus, irgendwie Mitte Juli, 30 Grad und helllicht. Und der eine ist mit der Taschenlampe da etwas am Suchen und fragt, was machst du da? Ich suche meinen 5 lieber. Ich habe gedacht, es geht besser mit der Taschenlampe. Macht nicht viel Sinn. Aber das Bild ist schon einfach, wie dunkler es wird um uns herum, wie mehr Leute ihre Hoffnung verlieren, in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen und so weiter. Umso mehr können wir einen Unterschied machen und umso mehr sind wir herausgefordert. Der Alan hat vor ein paar Wochen ein Zitat vorgelesen, hat mir es extra noch kurz geschickt. Ich möchte das vorlesen. Und zwar gibt es ja so wie ein Slogan, den man immer wieder hört in der christlichen Welt, dass dort, wo Verfolgung ist, dort wachsen Gemeinden. Dort, wo Verfolgung ist, dort gibt es einen Aufbruch, dort gibt es eine Erweckung. Und da heisst es im Heftli von AVC, also so von einer Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt, ist Verfolgung also ein Wachstumsfaktor? Lal, so heisst ein indischer Pastor, der hier schreibt, Lal verneint. Weltweit heisst in den christlichen Kreisen, wann immer Verfolgung über die Christen hereinbricht, wächst die Gemeinde. Das stimmt so nicht. Ob die Gemeinde wächst, hängt immer von der Reaktion der Christen auf die Verfolgung ab. Also was er sagt, Verfolgung alleine ist noch kein Indiz. Aber wenn man in die Kirchengeschichte schaut, wenn man momentan in die Welt schaut, ist es wirklich so, dort wo viel Verfolgung ist, dort wachsen oft Kirchen. Aber der Punkt ist immer noch die Reaktion von uns Christen. Sind wir bereit, das Motto in unserem Herzen zu kreieren, jetzt erst recht?
Und zum Start von dieser Serie möchte ich einfach mal darüber predigen, über eine Entscheidung, die du treffen heute Morgen. Live hier oder auch im Livestream zuhause, die Entscheidung hat jetzt erst recht. Wenn es schwieriger wird um uns herum, wenn es vielleicht auch in deinem Leben schwieriger ist, ich möchte als Nachfolger von Jesus die Entscheidung treffen, jetzt erst recht. Und das fällt mir im Fall nicht einfach. Ganz ehrlich, ich habe Kämpfe momentan in meinem Leben. Ich finde es manchmal nicht so einfach, die ganzen Kirchen zu leiten, hier in Luzern, in Zug, ISF Zentralschweiz, wir haben viele Herausforderungen. Ich habe manchmal Existenzangst, wenn irgendwie die Wirtschaft anfängt zu kriseln, es immer mehr Arbeitslose gibt. Dann frage ich manchmal, was bedeutet denn das für mich? Ich merke, das bewegt in mir etwas. Es ist nicht einfach so, dass ich da bin und sage, ja, jetzt ist recht, kein Problem, ist unsere Chance voll cool. Es gibt also Optimisten, aber zu denen gehöre ich nicht. Oder? Die funktionieren so, ja, jetzt ist meine grosse Chance. Oder? Aber ich muss da kämpfen darum. Ich merke, die Entscheidung, mit Jesus zusammen immer wieder zu treffen, jetzt erst recht, das löst in mir etwas aus. Es ist verbunden mit ganz viel inneren Kämpfen. Und manchmal kommt bei mir auch so ein Spirit so ein bisschen von der Resignation, ja, lassen wir es doch einfach schleifen, wir können ja eh nichts ändern. Wer sind wir schon mit unseren paar Leuten, die wir hier haben? Wer bin ich schon? Das passiert manchmal. Und dann braucht es den Moment, wo ich die Entscheidung treffe, jetzt erst recht. Und ich möchte dich mitnehmen in ein kleines Bibelstudium von einem Mann, der eigentlich durch sein ganzes biblische Buch durch nur mit Krisen konfrontiert worden ist. Und in jeder Krise die Entscheidung getroffen hat, jetzt erst recht. Und darum konnte Gott ihn brauchen, wie kaum eine andere Person in der Bibel. Weil er die Mentalität hatte von jetzt erst recht. Nicht die Mentalität von, oh, es kommt eine Krise, ich ziehe mich zurück. Sondern die Mentalität von, es kommt eine Krise, jetzt stehe ich erst recht auf. Gott sucht in dieser Zeit Christen, die nicht abtauchen, sondern auftauchen. Und so ein Beispiel haben wir im Alten Testament im Buch Daniel. Ich möchte dich mit vier Krisen mitnehmen, wo Daniel konfrontiert worden ist. Es hat mal angefangen, seine erste Krise, er ist gefangen genommen worden und verschleppt. Ich glaube, du gibst mir recht, das kann man schon als Krise bezeichnen, oder? Wenn du gefangen genommen wirst und verschleppt. Der König Nebukadnezar, der grosse babylonische König, hat Juda, das ist noch das, was übrig geblieben ist vom Volk Israel, die andere Volk Israel war aufgeteilt, 10 Stämme. Die sind sowieso schon wegradiert, die hat es gar nicht mehr gegeben. Es hat nur noch das Volk Juda gegeben, das auch noch den Stamm Benjamin inkludiert hat. Und auch die sind jetzt erobert worden. Und auch die sind jetzt von der Landkarte in dem Sinn verschwunden. Und der König Nebukadnezar hat einen ganz grossen Teil von diesen Leuten von Jerusalem, vor allem die Vornehmen und auch gute Handwerker, hat er verschleppt auf Babylon. Und etwas, was er auch gemacht hat, er hat so ein Nachwuchsförderungsprogramm eingeleitet. Das ist noch ganz interessant. Er hat gesagt, sucht mir die besten jungen Leute, die eine schnelle Auffassungsgabe haben, die aus einem vornehmen Haus kommen, eine gute Bildung haben, die möchte ich trainieren, dass sie eines Tages an meinem Hof arbeiten können. Und einer von diesen Verschleppten und Gefangenen ist auch der Daniel. Und der Daniel kommt dann zusammen mit 3 guten Freunden an den Königshof von Babylon. Und das Erste, oder etwas am Ersten, was ihm sagen, ist, ihr habt einen Speiseplan und auf dem Speiseplan ist auch Fleisch und Wein. Und der Daniel hat gewusst, das widerspricht den Speisevorschriften. Und dann heisst, Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat der Aspenas, das war der Aufseher, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Also der Daniel verzichtet ja auf etwas Feines, auf Fleisch und auf Wein und vermutlich hat es ihn schon gelustet. Aber er hat gewusst, das widerspricht dem Gesetz, das ich habe, dem Gesetz von Mose. Er darf ja nicht grundsätzlich kein Fleisch essen, aber gewisse Fleischarten sind verboten gewesen. Und weil er wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen wollte, hat er gesagt, ich verzichte auf alles Fleisch. Und der Daniel hat ja genug Ausreden gehabt. Er konnte sagen, ich bin verschleppt worden, ich bin gefangen genommen worden, ich bin hier ausgewählt worden, um einem fremden König zu dienen. Also jetzt lohne ich das halt zu, jetzt trinke ich halt den Wein und isst das Fleisch. Aber nein, der Daniel sagt, jetzt erst recht. Auch in diesen Umständen, ich stehe auf. Er macht sich ja eigentlich schon im allerersten Moment unbeliebt. Und er geht dann an und bittet nur Gemüse und Früchte zu essen und Wasser zu trinken. Der Aufseher sagt, ich habe Angst, dass sie dann schwächer sind als die anderen und dann werde ich bestraft.
Und dann sagt der Daniel, komm, wir versuchen es für 10 Tage. Meine drei Freunde und ich essen nur Gemüse und trinken Wasser. Und nach 10 Tagen sind sie kräftiger und gesünder aus als alle anderen. Und so haben sie 3 Jahre lang das Privileg gehabt, in Anführungs- und Schlusszeichen, für mich persönlich der Horror, nur Gemüse, Früchte und Wasser. Ich kann das erinnern an eine Situation vor einigen Jahren. Ich war mal Höllgrottenführer, effektiv. Die, die schon länger im ICF sind, die kennen die Geschichte vielleicht noch. Und ich habe Führungen gemacht eben durch die Höllgrotte. Das ist eine Tropfsteinhöhle in Bar im Kanton Zug. Das war so ein kleiner Nebenjob. So ein paar Führungen jeden Monat. Und du hast ja dann so als Führer einen Namenstäfeli. Und auf beim Höllgrotte, wir haben so einen Audio-Podcast gehabt, da hast du immer einen Teufel, der geredet hat auf dem Audio-Podcast. Und dementsprechend haben sie das Logo von dem Teufel uns auf das Namensschild tun. Und wenn das läuft, dann so ein bisschen links an, gerade über dem Herz. Und ich habe eigentlich genau auf meinem Herz habe ich einen Teufel gehabt. Und als ich das angelegt habe, ist es mir einfach schwer geworden ums Herz. Und ich habe ein paar Leute gefragt, ja, was denkt ihr, soll ich da protestieren oder nicht? Und ich habe gedacht, jetzt bist du gerade neu als Hellgrottenführer, hast die Prüfung bestanden, sie haben dich aufgenommen. Und zuerst, als Gott sagt, ich will den Teufel nicht und so, da habe ich doch entschieden, ich mache es wieder, Daniel. Ich habe den Mut, schreibe ein Mail und sage, hey, ich habe einen Glauben. Und ich glaube, dass der Teufel auch real ist, nicht nur Gott. Und ich möchte nicht ein Namensschild haben, wo der Teufel gerade auf meinem Herz ist. Und eigentlich so willst du nie nicht starten. Und die Chefin hat dann zurückgeschrieben, wir das akzeptieren. Ist zwar ein riesen Aufwand, weil der Rest vom Logo der bleibt. Und dann müssen wir extra den Teufel so rausschneiden irgendwie. Und ich verstehe es auch nicht wirklich, aber wenn es sein Wunsch ist, können wir auf das eingehen. Und ich bin dann der Einzige, der das Namenstäfli hatte, ohne den Teufel. Aber es ist so etwas Ähnliches, was Daniel erlebt hat. Er hat sich gerade von Anfang an unbeliebt gemacht. Er hat sich gerade in die Nestlinie gesetzt und gesagt, ich möchte einen extra Weg. Aber er hat in deinem Herz die Entscheidung getroffen, jetzt erst recht. Dann kommt die zweite Krise, Daniel Kapitel 2, der König Nebukadnezar hat einen Traum. Er wacht auf und er weiß, ich habe einen wichtigen Traum. Dann ruft er all seine Sterndeuter, Magier und weise Leute zusammen und sagt, ich habe für euch eine Aufgabe. Deutet mir den Traum. Dann sagen sie, ja, welchen Traum? Dann sagt er, ich sage euch den Traum nicht, dann müsst ihr mir selber herausfinden, was ich geträumt habe. Dann sagen alle, wir sind total überfordert. Der Nebukadnezar wird zornig und sagt, ich bringe euch alle um. Er ist ja relativ ein Impulsiver, wie es so beschrieben in der Bibel. Und dann heisst es in Daniel 2, Vers 16, sofort, mit Betonung auf sofort, ging Daniel zum König und bat ihm, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Also der Daniel ist in einer Krise. Auch er ist einer von denen, der umgebracht worden wäre. Von dem ist so irgendwie auch die Flucht gegen Führer. Aber er hätte ja auch können sagen, ich flüchte, ich hau ab oder was auch immer. Aber Daniel hat wieder die Einstellung, jetzt erst recht. Jetzt gehe ich und ich mache einen Unterschied. Und er nimmt seinen Mut zusammen, geht zum König und sagt, ich weiss es ja selber noch nicht, muss mir noch ein bisschen Zeit geben, aber ich werde dir den Traum deuten. Und genau so ist es gekommen. So wieder eine elementare Krise, die Daniel durchmachen muss. Dann gehen wir in Daniel Kapitel 3. Da geht es jetzt nicht um den Daniel, sondern um seine 3 Freunde, die er hat. Und der Nebukadnezar, grössenwahnsinnig wie er ist, der stellt eine riesen Statue auf von sich selber. Und er sagt, alle Höhen müssen zusammenkommen und wenn die Musik spielt, müssen alle von dieser Statue auf die Knie und die anbeten. Wieder eine Krise. Weil ein Jude geht nie auf die Knie vor nichts. Für die, die meinen Weihnachtsinput gelost haben, den ich gemacht habe über unseren ICF Zentralschweiz Channel, die haben das vielleicht gehört, oder? Markus Kapitel 5, der Synagogenvorsteher Jairus, der vor Jesus auf die Knie geht und ihn bittet, dass er seine kranke Tochter heilt. Auf gut Deutsch, er sagt mit dem Jesus, du bist Gott. Weil ein Jude geht nur vor Gott auf die Knie. Also wieder ganz, ganz schwierige Umstände, eine Krise. Und dann heisst Schadrach, Mesach und Abednego, so haben die 3 Freunde geheißen von Daniel mit ihren neuen babylonischen Namen, entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen, wo dann der Nebukadnezar sie zur Rede stellt, warum sie nicht auf Knie sind. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Der König Nebukadnezar hat gesagt, dass die nicht auf die Knie gehen von dieser Statue, die werden in einen Feuerofen hineingehen.
Also ich würde auch sagen, recht eine elementare Krise, eine schwierige Situation, wenn du weißt, entweder gehe ich auf die Knie oder ich ende in dem Feuerofen. Aber was sagen die drei Freunde? Jetzt erst recht. Wir stehen auf für unseren Gott. Wir sind bereit, das Risiko einzugehen. Sie sagen sogar, Gott könnte uns retten. Vielleicht macht er es auch nicht. Aber wir werden nie auf die Knie gehen vor dir. Also du siehst wieder, in der Krise stehen die drei Männer auf. Wo der Daniel ist in dieser Geschichte, wissen wir nicht, weil es nicht erklärt. Vielleicht hat er gerade eine Auslandreise gehabt, vielleicht ist er gar nicht eingeladen worden. Keine Ahnung, hat wahrscheinlich irgendein Glück gehabt, ist ein bisschen drum herumgekommen. Aber seine drei Freunde haben den Daniel-Spirit in sich gehabt, von jetzt erst recht. In der Krise mache ich einen Unterschied. Und dann vermutlich die bekannteste Krise, Daniel Kapitel 6, vor allem Kinder kennen von der Kinderbibel, oder? In der Kinderbibel ist immer die gleiche Geschichte, das ist immer die Arche Noah und das ist immer der Daniel in der Löwengrube, oder? Da ist noch ein paar alternierende, aber die zwei hast du in jeder Kinderbibel, weil das sind so die ganz spektakulären, viel mit Tieren, das haben die Kinder sowieso gern. Und dann heisst, da geht es jetzt nicht mehr um den Nebukadnezar, sondern um den Darius. Der Daniel hat unter vier verschiedenen Königen gedient, das ist jetzt der dritte, den er davon gedient hat. Und der Darius erlässt, dass man nur noch ihn anbeten darf und niemand anders. Das war ein Trick von diesen Leuten um den Daniel herum, den Daniel beneden hat, weil er so viel Einfluss hatte. Weil er eben immer für Gott eingestanden ist, hat Gott ihn so massiv sagen, dass er einer der Höchsten war im ganzen Reich. Sie sind aber gewusst, er ist ein gottesfürchtiger Mann. Und dann haben sie Darius gesagt, mach doch einen Erlass, dass man nur noch dich anbeten darf und sonst niemand. Sie haben natürlich am Darius mit dem geschmeichelt und gesagt, du bist es ja auch wert und wer selber schon arbeiten, wenn nicht dich. Und der Darius hat das gerne gemacht, seinem Ego gut tun. Und dann lesen wir, als Daniel davon erfuhr, die Strafe, übrigens, wenn man es nicht macht, ist dann eben die Löwengrube gewesen, ging er in sein Haus. Das oberste Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Das ist ein interessanter Vers. Also Daniel hat davon erfahren. Was hat er gemacht? Er ist gerade heim. Als Daniel davon erfuhr, ging er nach Hause. In sein oberstes Stockwerk, die Fenster offen gelassen, ist hineingeknündet und hat gebetet. Wie er es auch sonst macht, dreimal am Tag. Als Daniel... Der hat sich gesagt, jetzt erst recht. Er hat es schon vorher gemacht, aber er ist gerade heim, die Fenster offen behalten, hat sie auch zutun, ist auf die Knie und hat gebetet. Natürlich haben seine Freunde ihn beobachtet, haben ihn zum Darius gebracht, er ist in die Löwengrube geworfen worden und hat es dann überlebt. Genau, aber das ist ja Geschichte, oder was ich dir weitergeben möchte, ist so der Spirit von Daniel. Ich meine, beten kann man auch innerlich. Das war Daniel schon klar gewesen. Gott anbeten gibt verschiedene Formen. Magdalena hat uns wieder neue Formen gelehrt. Du kannst im Psalm beten, kannst ihm danken, kannst in die Fürbitte gehen, kannst einfach etwas, was dich bewegt, mit Gott zusammen bewegen. Es gibt ja verschiedene Formen. Aber der Daniel, der hat die öffentliche Form behalten, oder die äußere Form, müsste man vielleicht sagen, mit offenen Fenstern Richtung Jerusalem ist er auf Knie und hat gebetet. Hätte er können unter Bettdecke und sagen, ich bete heute ganz still für meinen Gott, oder? Das ist auch so immer so ein Zeichen, wenn du Gäste hast, die beim Essen und du betest sonst vor dem Essen, gell? Dann gibt es die gerade weiterbeten und die sagen, heute machen wir es mal innerlich, oder? Oder im Restaurant, oder so. Ja, willst du jetzt? Oder willst du vielleicht sogar singen, oder? Wie auch immer. Der Daniel, der steht hin. Und der Daniel, der sagt, und jetzt erst recht. Und das ist so die Reaktion von dem Daniel und auch von seinen drei Freunden, vom Schadrach, vom Meschach und vom Abednego. Sie haben die Einstellung jetzt erst recht. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von einem der bekanntesten Vögel, vom Vogelstrauß. Und der Vogelstrauß, der ist ja ein stolzes Tier, oder? Wir sehen es da, schau den mal an. So stolz, majestätisch, der Vogel, der zeigt uns etwas, oder? So ein richtiges stolzes Tier. Jetzt gibt es ja eine Meinung oder etwas, was man immer wieder hört, dass der Vogelstrauß seinen Kopf in den Sand verbohrt, wenn er Angst hat vor etwas. Ich war ein bisschen enttäuscht, ich habe gar kein Bild gefunden von dem, außer Zeichnungen. Dann habe ich recherchiert und habe gestern herausgefunden, das stimmt gar nicht. Haben das gewusst? Ich habe immer gemeint, das stimme, wirklich. Das habe ich immer so gelernt, aber es ist nicht wahr. Er hebt einfach seinen Kopf so am Boden runter, um zu hören, wo die Finden sind, weil das andere wäre ja auch nicht wirklich logisch. Also,
Für all die, die das glauben, ich muss mich enttäuschen. Also Google ist sich da einer Meinung, das stimmt nicht wirklich. Aber das Bild ist gut. Und weil ich halt kein Originalbild gefunden habe, weil es das gar nicht gibt, von einem Vogelstrauß habe ich halt jetzt einen Schwan genommen, der seinen Kopf ins Wasser versteckt, oder? Wie auch immer, behalte das Bild ist gut vom Vogelstrauß oder vom Schwan. In der Krise kannst du als ein Königskind, als ein Nachfolger von Jesus, mit den Würden, die Gott dir gibt, hinstehen und sagen, jetzt erst recht. Oder du kannst menschlich gesehen nachvollziehbar deinen Kopf in den Sand hineinstrecken oder ins Wasser und dich verkrüchen. Die Frage ist, was machst du? Was ist deine Reaktion? Ist deine Reaktion die Reaktion vom stolzen Vogelstrauß oder ist deine Reaktion die Reaktion vom Vogelstrauß, von der Legende vom Vogelstrauß, der seinen Kopf in den Sand verbohrt? Was ist deine Reaktion? Was ist deine Reaktion, wenn du vielleicht deinen Job verlierst, wenn es wirtschaftlich retour geht, wenn du plötzlich gewisse Freunde nicht mehr treffen kannst? Was ist deine Reaktion? Und was ich heute mit dieser Predigt erreichen will, ist einfach mal eine Entscheidung. Dass du und ich die Entscheidung treffen, jetzt erst recht. Wir haben die Mentalität vom stolzen Vogelstrauß und nicht die Mentalität von der Legende Vogelstrauß, die seinen Kopf in den Sand verbohrt. Jetzt erst recht. Das Interessante ist ja, wenn du fragst, jetzt erst recht, dann versteht jeder etwas anderes darunter. Und das ist auch gut. Weil ich will keinen Druck machen mit dieser Serie, sondern ich möchte in deinem Herz etwas anschwingen lassen, das dich in einen Prozess hineinführt. Ich habe im Juli mit der Magdalena zusammen eine Predigt gemacht über den fünffachen Nein, haben wir nicht mit dir zusammen, mit dir noch etwas anderes gemacht, über Gemeinschaft, gell? Genau, ich habe über den fünffachen Dienst predigt und muss ich mit Schuhe binden, Entschuldigung. Und der Paulus lehrt in seinem Epheserbrief, dass das so fünf Bereiche bezeichnet, wie ein Kirche ausgewogen sein kann. Und jeder hat einen anderen Zugang zu Gott und auch zu der Art, was er in einer Gemeinschaft betont. Wenn der Prophet hört, jetzt erst recht, dann wird er sagen, lass uns mehr Nähe zu Gott suchen, denn jemals vorher. Er sagt, es ist eine Krise, es sind schwierige Umstände, jetzt müssen wir am Herz Gottes sein, mehr denn je. Er hat recht. Der Hirt, der die Menschen liebt, von ganzem Herzen, sagt, lass uns jetzt mehr um die Menschen kümmern, denn je. Es gibt Leute, die sind einsam, es gibt Leute, die sind hoffnungslos. Lass uns mehr um die Menschen kümmern denn je. So denkt der Hirte, er hat recht. Der Lehrer, der denkt, das könnte Endzeit sein, gell? Heikel. Lass uns das Wort mehr studieren denn je. In einer Krise, in einer Schwierigkeit, müssen wir das Wort mehr denn je kennen. Also lass uns unsere Energie investieren, das Wort zu lehren und zu kennen. Das sagt der Lehrer. Er hat auch recht. Der Evangelist sagt, lass uns das Evangelium weitergeben, mehr denn je zuvor. Lass uns überlegen, wo sind Nachbarn, Freunde, Kollegen, Bekannte und lass uns das Evangelium weitergeben. Jetzt erst recht bedeutet, die Taschenlampe anzuzünden, in die Dunkelheit hineinzuleuchten und mehr denn je das Evangelium weiterzugeben. Und das sagt der Apostel. Der Apostel sagt, lass uns mehr denn je Gemeinden gründen, Werke gründen, Internetpredigten haben, Livestream. Jetzt brauchen Menschen Orte und Organisationen, die sich daran orientieren können. Und das ist auch wahr. Und das ist das Schöne. Ich will dir nicht sagen, was jetzt erst recht für dich ist. Der eine, wir haben im Leitungssinn darüber geredet, was ist jetzt erst recht für dich? Und Linda, unsere Worship-Leiter, hat das erst gesagt, jetzt erst recht noch tiefer in die Gegenwart Gottes einzutauchen. Der Reto, der das Windrad leider gerade als erstes gesagt, jetzt erst recht Gas geben für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Noch aktiver sein im Evangelium weitergeben. Wir haben einen Prophet, wir haben einen Evangelist. Was es genau bewegt in deinem Herz, das ist ja die Sache zwischen dir und Gott. Aber was ich mir so von Herzen wünsche, ist, dass es etwas bewegt, dass du die Einstellung entwickelst. Es ist unsere Möglichkeit zum Leuchten, jetzt erst recht. Und für das schlägt mein Herz. Und ich merke, das löst in mir Kämpfe aus. Für gewisse Leute ist das easy, ich weiss. Aber für mich ist es so nicht easy.
die Einstellung immer wieder an den Tag zu legen und zu sagen, jetzt erst recht beten und fasten wie nie zuvor. Jetzt erst recht mich um Menschen kümmern, die vereinsamen. Das braucht Energie. Jetzt erst recht das Wort studieren, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören. Jetzt erst recht mich zu fragen, wo sind die Menschen um mich herum, die Jesus nicht kennen. Jetzt erst recht für die Kirche alles zu geben, vielleicht auch neue Sachen zu gründen. Ich rede jetzt nicht von neuen Gemeinden, aber vielleicht neue Zweige, die helfen, dass die Menschen auf Jesus aufmerksam gemacht werden können, wo sie abgeholt werden können. Hey, es ist für mich ein Kampf, die Einstellung immer wieder zu haben in meinem Herz. Und nicht einfach so mich dem hinzugeben und zu sagen, lassen wir es einfach ein bisschen fahren, es geht dann schon irgendwann vorbei. Es wird ja auch vorbeigehen, irgendwann. Aber dann wird es auch wieder heller und denkt daran, dann leuchtet auch unser Licht vielleicht wieder ein bisschen weniger hell. Jetzt erst recht. Ich möchte eine ganz kurze Zeit geben. Hey Markus, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen von dieser schönen Musik einspielen lassen? Hast du das vorhin so gut gemacht, wo du einfach kurz kannst überlegen, in welchem Bereich denkst du, will ich Gott herausfordern? Jetzt erst recht. Gehört, wo unsere Bereiche sind, wo wir sagen, jetzt erst recht. Und ich bitte dich, dass wir dort wirklich einen Unterschied machen, dass wir dort reintauchen können. Dass wir, wenn ich das Zitat nochmal erinnere vom Alan über Verfolgung, das ist ja bei uns eine andere Situation, wenn er nicht Verfolgung, aber einfach, dass Verfolgung nicht immer ein Indiz, dass Gemeinde wächst, aber die Frage ist, wie reagiert die Gemeinde darauf? Dass wir Nachfolger sein können, dass wir die Gemeinde sein können, wo wirklich in diesem Spirit darauf reagiert, jetzt erst recht, in all diesen Situationen, die du uns gerade aufs Herz gelegt hast. Amen. Du kannst auch, wenn du im Livestream zuschaust, kannst du es gerne auch einfach reinschreiben, wo denkst du, wärst jetzt gerade dran, jetzt erst recht, für Jesus aufzustehen, oder vielleicht ist auch, du merkst jetzt erst recht in deine Familie, deine Ehe, wo du einfach merkst, jetzt erst recht willst du einen Unterschied machen. Ich möchte noch einen Gump machen vom Daniel ins Neue Testament. Im Neuen Testament haben wir Apostelgeschichte Kapitel 1, Jesus geht zurück in den Himmel. Apostelgeschichte Kapitel 2, Pfingsten, der Heilige Geist fällt, 3000 Leute werden getauft an einem Tag. Apostelgeschichte Kapitel 3, es ist Aufbruch, es passiert viel, aber es steigt auch der Druck. Und in Apostelgeschichte Kapitel 4 werden der Petrus und Johannes verhaftet. Und der Hohe Rat lässt sie gehen, aber er droht ihnen. Und dann heisst es im Vers 29, dass die Gemeinde zusammenkommt zum Beten, weil die Drohungen gehen nicht spurlos an ihnen vorbei. Höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns als deine Diener, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Also was haben wir? Im ersten Teil haben wir, du hörst die Drohungen. Hilf uns, furchtlos und unerschrocken zu leben. Also die Drohungen, die haben etwas gemacht mit ihnen. Aber die Christen haben den Spirit gehabt, jetzt erst recht. Und dann betet sie, die Erde bebt und der Heilige Geist erfüllt sie und sie können die Botschaft Gottes frei und unerschrocken weitergeben. Nicht, weil sie stark sind,
sondern weil der Heilige Geist sie stark macht. Und das war die letzte Serie, die wir hatten, der Heilige Geist. Und der möchte ja dir die Vollmacht geben, der möchte dir ja die Kraft geben, dass du jetzt kannst den Unterschied machen kannst, dass du die Einstellung entwickeln kannst, jetzt erst recht. Und das sehen wir hier bei diesen ersten Christen. Es hat angefangen mit Angst vor den Drohungen und das Ende des Gebets war, und sie haben das Evangelium weitergegeben, frei und unerschrocken. Ich merke mal, so ein Killer bei mir, so die Mentalität zu haben, ist Selbstzentriertheit. Ich hatte Ferien diese Woche und ich habe Zeit gebraucht und ich bin gerade auch Donnerstag, Freitag bin ich sehr auf mich selber zentriert gewesen, habe mich auch manchmal selbst bemitleidet, bemüht gewesen. Und dann sind wir an die Weihnachtsfeier gegangen von meinen Schwiegereltern. Und wir haben schon beim Hinfahren haben wir gemerkt, Diana, unsere fast dreijährige Tochter, ist nicht wirklich fit. Wir haben nicht gedacht, dass sie krank ist, aber wir haben gemerkt, sie ist müde. Wir haben vielleicht gedacht, wir haben viel unternommen in dieser Woche, sind viel draußen gewesen, Vorabend noch. Das Weihnachtsfest mit meinen Eltern, spät ins Bett, vielleicht liegt es an dem. Dann sind wir angekommen bei den Schwiegereltern, sie wollten schlafen, ist sie ein bisschen schlafen. Nach einer Stunde ist sie wieder aufgekommen, aber ich habe gemerkt, sie wird nicht recht fit. Dann habe ich gesagt, wenn wir zusammen Bücher anschauen, dann habe ich gesagt, ja, dann sind wir zusammen Bücher anschauen, einfach sie und ich, und plötzlich erbricht sie. Dreimal hintereinander die ganze Matratze, ein bisschen übertrieben, wirklich recht viel von dieser Matratze, die wir drauf gesessen haben, auch voll verbrochen. Gell? Und dann haben wir gewusst, es ist jetzt nicht eine gute Zeit, um dort zu bleiben, in Corona-Zeit, wenn jemand krank ist. So habe ich Diana gepackt und bin dann heimgefahren. Die Rebecca, die Jungs und Eileen sind geblieben, sind dann am Abend spät mit dem Zug heimgekommen. Und so habe ich den 25. Dezember verbracht mit meiner kranken Tochter. Und es ist etwas Interessantes passiert. Als Diana erbrochen hat, hat sich mein Fokus gekehrt. Plötzlich war mein einziger Gedanke, wie kann ich meiner Tochter, die ich so gerne habe, dienen? Wie kann ich auf sie aufpassen? Was braucht sie zu trinken? Was braucht sie zu essen? Wie kann ich es ihr bequem einrichten? Wie kann ich schauen, dass sie gut schlafen kann? Ich habe dann auch die Matratze neben ihr hingelegt, habe neben ihr geschlafen, sie können die Hände haben beim Einschlafen und so weiter. Und als sie dann geschlafen hat am Abend, habe ich plötzlich gemerkt, hey, das ganze Selbstzentriert, das ganze Ego-Zeug ist verschwunden. Es ist verschwunden, weil ich habe geschafft, wegzuschauen von mir selber. Es hat etwas gebraucht, ein Umstand von außen, eine kranke Tochter, aber alles ist verschwunden. Und ich war wieder der Joel, der sich um andere kümmert, der sich Gedanken macht um das Reich von Gott, der Freude hat, sein Reich zu bauen, aber so das egozentrierte Zeug war wie weg. Und dann habe ich so wie gemerkt, hey, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, bei dem jetzt erst recht, wenn wir so voll sind mit unseren Gedanken, dann wird es ganz schwer. Aber wenn wir es schaffen, die Gedanken wegzugeben, wegzuschauen von uns selber, dann können wir die Entscheidung treffen und können wirklich einen Unterschied machen. Ich möchte noch den Vers vorlesen, den wir werden behandeln durch die ganze Serie durch. Weil das ist so der Leitvers und der steht im Philipper Kapitel 2, Vers 15. Und dort heisst es: Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Seht ihr nochmal das gleiche Bild? Ein Leben, das tadellos ist, nicht vom Bösen bestimmt, dann werden wir in einer verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich leben und wir werden wie Sterne sein am Nachthimmel. Ich habe dir das Bild mitgenommen von so einem Nachthimmel. Wie dunkler es ist, umso heller leuchten die Sterne. Wie dunkler das Umfeld, umso heller leuchten die Taschenlampen. Für uns ist die Zeit, die wir drin sind, eine Chance, einen Unterschied zu machen. Aber es braucht eine Entscheidung in unserem Herz. Jetzt erst recht. Hey, wenn ihr mögt, stehen wir doch miteinander auf. Und dann möchte ich noch beten. Zum Schluss von dieser Message, dass nicht nur heute, sondern die ganze Serie, auch wenn wir es behandeln in den Kleingruppen, in unseren Ehen, mit unseren Freunden, dass wir dürfen die Einstellung entwickeln und dass wir auch die Chancen dürfen sehen, die diese Zeit uns bringt, die Hoffnung von dem Jesus weiterzugeben. Jetzt erst recht. Vater im Himmel, mir ist immer bewusst, es gibt so viele unterschiedliche Menschen, die heute zuhören, live oder im Livestream oder den Videopodcast werden hören. Es gibt die Leute, die grundsätzlich vielleicht einfacher haben, in einer Krise positiv zu bleiben. Und es gibt die Leute, die sich schnell auch einnehmen lassen von dem Spirit.
Es gibt vielleicht auch Leute, die sich einfach total ablenken lassen. Und du weißt, wo jeder seine Challenge hat, wo jeder seine Herausforderung hat. Was uns aber bewusst ist, ist, dass du uns gerufen hast als Botschafter in die Welt. Wie Sterne zu leuchten inmitten von einer dunklen Nacht. Und das möchten wir behandeln die nächsten Wochen. Die Einstellung jetzt erst recht. Ich bitte dich für jeden Zuhörer, für jeden, der live da ist, dass es jetzt erst recht eine Entscheidung sein darf. Es wird verbunden sein mit vielen Kämpfen. Oder in meinem Leben ist es verbunden mit wirklich vielen, vielen Kämpfen. Immer wieder reinzustehen. Immer wieder aufzustehen, immer wieder entscheiden, Hoffnungsträger zu sein, immer wieder entscheiden, Glauben zu transportieren, immer wieder entscheiden, das Gute zu tun, nie müde zu werden, das Gute zu tun, weiterzugehen für dich, immer wieder entscheiden, ins Gebet zu gehen, immer wieder entscheiden, einem Fleisch zu sagen, du definierst mich nicht, die Seele definiert mich nicht, sondern der Geist definiert mich. Es sind verbunden mit Kämpfen, aber ich möchte diese Einstellung wirklich haben, jetzt erst recht und hilf uns. Und so möchte ich einfach sagen, dort, wo über Menschen wie eine Art so ein depressiver Schleier liegt. Dass wir den wegschicken im Namen von Jesus. Du sollst frei werden. Es heisst, dass Jesus die Kerkertüren geöffnet hat, dass du frei werden kannst. Dort, wo ein Geist vom Rückzug ist, ich ziehe mich zurück. Zurück aus der Gemeinschaft. Zurück aus der Beziehung mit Jesus. Wo auch immer. Dort soll weichen im Namen Jesus. Es soll kein Geist vom Rückzug hat Platz. Sondern ein Geist wie der Daniel, der sagt, und er ist zum König gegangen und hat gerade konfrontiert. Dort, wo der Geist von der Angst ist, wo einfach die ganze Geschichte, ob jetzt das der Impfstoff ist oder ob jetzt das, wie lange geht es noch, ob das wirtschaftliche Einbußen ist, vielleicht die Familie, die sich entzweien, wo Angst rum sind. Auch dann, wenn wir sagen, die Angst geht im Namen Jesus. Weil Furcht ist nicht in der Liebe, weil die vollkommene Liebe, die treibt die Furcht aus, sagt uns der, schreibt Johannes im 1. Johannes Kapitel 4. Dort, wo vielleicht auch Resignation ist, wo man aufs Leben zurückschaut und denkt, ich bin schon so oft aufgestanden für etwas, was hat es denn schon gebracht? Wenn wir auch sagen, der Spirit von Resignation, wenn wir nicht haben in unserem Leben. Wir sind als Nachfolger von Jesus nie unter Resignation, sondern wir sind aktiv und wir machen Schritt mit Jesus. Wir gehen vorwärts, wir konfrontieren. Nicht, weil wir stark sind, sondern wie die ersten Christen durch den Heiligen Geist. Auch dort, wo Sünden uns lahmlegen und Sucht, wo einfach der Teufel es irgendwie geschafft hat, so etwas in uns reinzubohren, wo uns so richtig lahm macht. Wie schon die Jünger, wie die Jünger heisst, der Geist ist schwierig, aber das Fleisch ist schwach, dort, wo unser Fleisch uns so lähmt. Jetzt sagen wir auch Stopp im Namen Jesus. Wir stehen auf und wir sind fit, auch geistlich. Und wir haben ein tadelloses Leben, wie es Philipper 2, Vers 15 zeigt. Damit wir leuchten können wie Sterne in der Nacht. Und es gibt noch so viele andere Themen, die uns da einnehmen können von dem Spirit. Das kann auch in einer Krise oder auch nicht in einer Krise sein. Aber jetzt erst recht, wir treffen die Entscheidung. Wir stehen auf für den Jesus. Und ich glaube, dass Jesus euch die Türen öffnen und auch wir uns die Türen öffnen. Dass wenn wir die Entscheidung treffen, dass die Türen aufgehen würden. Man hat es Daniel gemerkt, jede mutige Entscheidung hat ihm noch eine einflussreichere Position gegeben. Jede mutige Entscheidung hat geholfen, dass er Menschen positiv beeinflussen konnte, weil Jesus der Sieger war. Die Leute konnten ihm nichts antun. Der Feuerofen konnte seinen Freunden nichts antun. Er ist nicht umgebracht worden, weil er den Traum deuten konnte, ist er gerettet worden. Und obwohl er nur Früchte und Gemüse gegessen hat, war er kräftiger als alle anderen. Es ist immer der Sieg gekommen. Und wir folgen dem Sieg von Jesus nachher. Wir sind in dem Triumphzug Jesu. Und für das danke ich dir von ganzem Herzen. Jetzt erst recht. Amen. Ich möchte in ein Lied hineingehen, das heisst «Still». Und ein Satz, der mir gefällt in diesem Lied, ist, wenn es stürmt um uns herum, Jesus ist immer bei uns. Wir kommen bei ihm zur Ruhe. Die Christina wird heute Abend über das predigen, ganz ein wichtiges Thema, zur Ruhe kommen. Auch das jetzt erst recht, ist eben nicht nur aktiv gegen aus, es ist auch innerlich die Ruhe nicht zu verlieren, den Frieden nicht zu verlieren. Und um